Schnee, soweit das Auge reicht, das hätten sich viele zu Weihnachten gewünscht. Dank Jürgen Hartmann wurde dieser Traum hier wahr, im Miniaturland in Fulda-Künzell. Seit nunmehr 10 Jahren haben er und seine Frau eine kleine Welt geschaffen, in der auch Jahreszeiten eine Rolle spielen. Und in dieser selbstgeschaffenen Welt gibt es im Winter natürlich noch ordentlich viel Schnee, aus ganz speziellem Material. Der Schnee, das ist eine Art Gipsputz. Ja, der hat eine weiße Konsistenz, tut schön hell abbinden. Und dafür, dass der Glitzereffekt zustande kommt, wird noch etwas Glasdiamantin eingestreut in die feuchte Oberfläche. Da kommt dieser Glitzereffekt rein, den auch der Pulverschnee als Kristallbildung hat. Der Untergrund ist dabei ein Drahtgewebe, das mit Gips überzogen wurde. So können Landschaften nach Belieben modelliert werden. Dann kommt der Schnee drauf, und zwar ganz wie in echt auch. Auf ebenen Flächen, ja, auf senkrechten Flächen wie in den Bäumen, liegt er halt nur auf den waagrechten Teilen. Senkrechte Wand ist es nur angedeutet. Ne? Auf Schienen ist er halt auch nur bedingt vorhanden. Durch den Fahrverkehr wird der meiste Schnee von den Schienen abgeräumt. Dann muss man denken, die ganzen Vegetation, dass die auch beschneit werden muss. Spuren kann ich reinziehen, wie diese Fußspuren hier vorne bei der Kirche. Das Gewässer ist zugefroren. Da ist ein mit einer Folie wird dieses matt gestrichen. Und dann habe ich so den Eindruck eines zugefrorener Seenplatte. Fehlen nur noch Eiszapfen, eine ganz besondere Herausforderung für den Modellbauer. Eiszapfen, das ist ein speziell angefertigtes Geliermasse. Ja, dieser Eiszapfen wird mit der Tube an die Dachrinne angesetzt. Und dann muss mit der Tube dieser Eiszapfen gezogen werden. Und dann abgedreht werden. Und das geht in den seltensten Fällen gut. Also muss da schon sehr viel gelohnt haben, diese Zapfen zu ziehen. Sieht hier aber doch ganz gelungen aus. Ach guck, und der HR ist auch schon vor Ort. Wahrscheinlich, um schöne Schneebilder für alle Wetter zu drehen. Apropos schöne Schneebilder, Jürgen Hartmann zeigt uns jetzt noch einmal, wie man besonders schönen Pulverschnee herstellt. So, vorhin haben wir den Schnee gesehen, wie er mit einem Putz gemacht wird. Das ist auch eine Art Schnee zu machen. Das ist eine synthetische Faser. Das ist etwas weicher vom Gefühl her und auch etwas feiner von der Struktur. Und das geht relativ einfach. Das ist ein spezieller Kleber. Der tut weiß aushärten. Und der wird einfach im Prinzip aufgetragen. So, und in dem Gerät ist diese Grasfaser. Und die lädt sich durch Schütteln elektrostatisch auf. Brauche ich nur 2-3 Mal gleich schütteln. Und dann aus einem Abstand von ca. 10 cm aufbringen. So, und das lasse ich jetzt halt über Nacht aushärten, schüttel den Rest ab und dann habe ich so eine schön akkurate, saubere Pulverschneefläche. Mal sehen, ob wir es in den nächsten Tagen in der echten Welt auch mit Pulverschnee zu tun bekommen oder ob es eher grün bleibt, wie im Rest des Miniaturlandes.